Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 30.08.2020. Mein Geburtstag. Es war ein schöner Tag, auch wenn keine Assistenten da waren. Meine Geschwister sind zum Mittagessen gekommen. Wir haben uns was aus dem Restaurant geholt. Und meine Oma war am Nachmittag da. Ich habe von allen Geld bekommen, von meinem Vater schon ein paar Tage zuvor. Aber von meinem Bruder und meiner Oma habe ich auch was bekommen. Und zwar recht zufriedenstellend, aber darum geht es mir eh nicht so prinzipiell, sondern um die Zeit zusammen. Und mein Bruder und seine Frau war noch den ganzen Nachmittag da. Und es war ein schönes Beieinandersein. Und wir Geschwister, wir drei, die Geburtstag haben, weil ich hier in Drilling bin, schenken uns eigentlich nichts oder nichts Großes. Und von meinem Bruder bekomme ich immer was, aber von meinem anderen Bruder nicht. Und von meinem großen Bruder auch. Aber wir haben uns jetzt entschieden, dass wir drei uns zum Geburtstag nichts mehr schenken. Weil das immer so ein Stress ist, mit wer verdient genug und wer hat genug Zeit, etwas auszusuchen und so. Ich meine, ich habe meinen Geschwistern immer nur zu Weihnachten etwas geschenkt. Und unterm Jahr reicht's mit dem Geld sowieso nicht. Aber ja. Aber von meinem Bruder und mein großer Bruder bekommt auch was zum Geburtstag. Und Anke und so. Aber sonst nur die Assistenten und also zu den Geburtstagen. Und die Eltern. Und da ich zu dritt Geburtstag habe, schenken wir uns meistens nichts oder nur wenig. Und dieses Jahr haben wir beschlossen, also heute haben wir beschlossen, dass wir uns zum Geburtstag gar nichts mehr gegenseitig schenken. Nur noch den Großen was und Anke und ja, das ist einfach einfacher, weil dann muss man den Großteil von dem geschenkten Geld für die anderen ausgeben und dann bleibt für einen selbst fast nichts über. Das wird mir zwar nichts machen, aber ich tue mir mit den Geschenken aussuchen. Zu Weihnachten schon so schwer. Und dann zum Geburtstag weiß ich sowieso nicht, was ich ihnen schenken soll. Und sonst werden sie mal ein paar Gutscheine, aber das wird schon zu Weihnachten zu häufig gemacht. Und da Christian heute die Geschenke vergessen hat. Und ich nichts besorgt habe und Christopher sowieso nichts schenkt, außer zu Weihnachten, haben wir uns jetzt entschieden, uns nichts mehr zu schenken. Also wir drei untereinander, außer zu Weihnachten. Sonst war es ein sehr schöner Tag. Es war nicht zu heiß, es war ziemlich schwül, aber und ich habe eine ganze Zeit lang ganz schön geschwitzt. Als ich drinnen saß, in meinem Zimmer, vor dem Computer, aber ich bin dann wieder rausgegangen zu den anderen, habe dann die lange Hose ausgezogen und dann war es besser.
Aber es war draußen auch schwül und es ist im Haus auch schwül. Es ist auch jetzt noch schwül, obwohl es schon geregnet hat. So nass, feucht, warm, irgendwie so komisch. Und von da haben wir drinnen gegessen und nicht draußen, weil da hat es nur 18, 19 Grad gehabt zum Mittag. Nachmittags sollen wir auf 27 Grad gekommen sein, aber das glaube ich nicht ganz, weil ein bisschen Wind gegangen ist. Vielleicht in der Sonne, aber im Schatten nicht. Und gestern habe ich ja den Tag mit meinen Assistentinnen verbracht und das war auch schön. Und schon ein bisschen vorgefeiert. Den Eresdorf habe ich heute Mittag getrunken, weil ich gestern zu Mittag vergessen habe zu spritzen, also Diabetes zu spritzen und den Zucker nicht so hoch treiben wollte. Aber es hat zur Nachspeise Tiramisu gegeben und jetzt bin ich trotzdem über 300. Heißt heute am Abend kein Kinder Bueno, den zweiten Tag in Folge. Aber ja, da kann man nicht machen. Da muss ich mich ein bisschen an die Regeln halten. Weil der Zucker ist natürlich auf Dauer auch nicht gesund. Ich dürfte ein bisschen abgenommen haben, weil mein Bauch kleiner ist. Ich nehme zwar jetzt auch Augmentin, weil ich schon wieder Blut im Urin hatte. Aber, und der macht ein bisschen Durchfall, aber ich dürfte jetzt doch so 2, 3 Kilo abgenommen haben. Zumindest am Bauch. Im Gesicht hier sieht man es noch immer nicht. Auf der Seite bin ich nochmal total geschwollen. Und auf der anderen Seite auch irgendwie noch mehr als auf der. Aber das liegt noch immer am Cortison und am Antibiotika und an der Zahnentzündung. Also an deinem schlechten Zahn. Aber naja, es wird am 10. gerichtet. Ich muss jetzt dann noch auf Facebook schauen, wer mir auf Facebook noch gratuliert hat. Ich bin ja seit einem Jahr nicht mehr so aktiv auf Facebook. Und so, schauen nur mehr selten rein. Aber zum Geburtstag muss man da schon gucken. Ich habe auch ein paar WhatsApp und SMS bekommen vom Christoph, der hat heute auch Geburtstag. Und von Kerstin und von Sonja und von Claudia und von weiß wen noch. Und eigentlich war es ein schöner Geburtstag. Ein Tag wie jeder andere, aber trotzdem schön. Und mir geht's im Gesamten jetzt eigentlich auch besser. Seit ich die 3-Monats-Spritze bekommen habe, wird meine Stimmung stabiler. Und das freut mich. Und es war jetzt zuletzt schon eine Tortur. Aber es geht auch besser und das merke ich jetzt. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Am Morgen kommt wieder die Volkshilfe. Muss ich wieder um 9 aufstehen. Heute bin ich um 10:30 aufgestanden. Aber ich bin schon sehr müde und werde bald abdrehen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines.